zum Sieg. Befreiungsschlag ist sozusagen geglückt. Was war deiner Meinung nach heute anders? Ihr seid ja komplett anders aufgetreten, also es war wirklich eine Glanzvorstellung. Ja, das kann ich auch nicht genau sagen, aber ich denke, wir haben von der ersten Minute aggressiv nach vorne gespielt und wir haben viele gute Balleroberungen gehabt in der gegnerischen Hälfte und vor dem Tor war man eiskalt. Hat sich irgendwie auf dieses Spiel anders vorbereitet, weil es war ja doch wirklich sozusagen ein Schicksalsspiel fast? Nein, eigentlich nicht. Wir haben alle gewusst, um was es geht, aber von der Vorbereitung her war eigentlich alles gleich. Gegen Ende der zweiten Halbzeit seid ihr ein bisschen in Staucheln gekommen. War es natürlich trotzdem klar die klar bessere Mannschaft, aber worauf führst du das zurück? Ja, ich denke, dass wir alle ein bisschen nachlassen haben, wenn wir uns nach dem 4-0 haben wir eigentlich schon gewusst, dass wir wahrscheinlich gewinnen werden und dann haben wir halt nachlassen. Das darf uns nicht passieren, weil wenn es dann nochmal knapp wird, dann beißen wir uns in den Arsch sozusagen. Nächste Woche auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel, das Derby. Wie wird man das angehen? Ja, wir müssen schauen, jetzt einmal wieder gut vorbereiten drauf und dann wieder genau mit derselben Einstellung ins Derby gehen wie heute. Heute aber schon einmal feiern sozusagen? Ja, ein bisschen. Gut, hier noch Fragen? Eine Frage. Wie siehst du deine Leistung heute? Weil es war wirklich ein anderes Spiel wie in den letzten Wochen. Und wie hast du dich heute gefühlt? Ja, ich habe mich eigentlich sehr gut gefühlt. Also vom Läuferischen her und so, denke ich, war eigentlich alles so wie immer, wie wenn ich nie weg gewesen wäre. Und ja, vor dem Tor vielleicht hätte ich die eine oder andere Chance noch machen können. Aber sonst denke ich, dass eine gute Leistung war für mich. Na, es hat auch die Offensivabteilung der Wiener Austria, die ist mir wirklich spielerisch überzeugt. Hast du das auch so gesehen? Ja, denke vor allem die Neuen, was jetzt reinkommen sind, also Benny, ich und Mani, der was die letzten Wochen schon super gespielt hat, denke ich, dass wir ein gutes Trio, also mit Monchi, gut zu viert vorne zusammenspielen. Und weil wir schon eingespielt sind, halt, wir haben teilweise schon bei den Young Rivals letztes Jahr zusammengespielt. Deswegen denke ich, dass das der Grund sein wird. Danke.